Claudia, die zwischen 75 und 80 Kilogramm wog, verliert zwischen 3 und 4 Kilogramm. Sie wiegt jetzt zwischen eine dieser fünf Möglichkeiten. Wir bezeichnen das erste Gewicht von Claudia mit P1 und wissen somit, dass P1 sich zwischen 75 und 80 Kilogramm befindet. Jetzt verringert sich das Gewicht von Claudia um zwischen 3 und 4 Kilogramm. Also wissen wir, dass das neue Gewicht P2 von Claudia sich zwischen P1 minus 4 und P1 minus 3 befindet. Aus diesen zwei Doppelungleichungen schließen wir also, dass P2 sich zwischen 75 minus 4 und 80 minus 3 befinden muss. Deshalb liegt P2 zwischen 71 und 77 Kilogramm. Und demzufolge ist Antwort B die richtige.